heiß. Du bist doch nicht heiß. Ja! Ich hab dicke Sachen an. Handschuhe hast du schon an, ja? Ja. Kopf hoch. Eine dicke Mütze? Noch nicht. Wo ist denn deine Mütze? Welche ist deine, Elisa? Ach, die hier, ne? Ja. Hast du die denn noch? Ich glaube nicht. Nee. Nee? Nee. Wofür? Mir wird zu eng. Die ist von Clara. Ja, die passt gut. Du kannst schon mal raus. Ein Kind habe ich schon mal fertig. Ich bin stolz auf mich. So, Chaka Wenga. Ja, wir wollen jetzt in den Schnee raus. Und bis wir mal alle Kinder fertig haben. Anastasia ist dran. Für Anastasia habe ich jetzt den Schneeanzug hier. Was hängt denn da alles dran, Anastasia? Noch dein Regenschirm. Meine Mütze. Das ist deine Mütze. Die hält aber nicht warm. Das ist zwar so eine Wollemütze, aber mir fehlt der Vlies da drin. Und dann weht der Wind immer da rein, ne? Ach, Justus ist eh kein Fan von Wolle und. Nein, nee, ist gut jetzt. Geht uns so eine Kapuze auf. Und dann ist das. Komm, Anastasia, zieh mal deinen Schneeanzug an. Das kannst du ja schon alleine, oder? Kannst ja schon. Konnten wir das doch schon, als wir letztes Mal so einen Schneeanzug angezogen haben. Ja. Johannes dran, dicke Hose, Wintersachen. Ja, bei uns hat es tatsächlich jetzt nochmal richtig doll geschneit. Also ich hatte dir ja schon die Weihnachts-, nee, die Schneemänner draußen gezeigt. Wir waren ja schon so halb auseinandergefallen. Aber seitdem nochmal so nicht. Oh nee, das ist der Ärmel. Da musst du rein. Okay. Achso, ich will auch noch so eine ganz dicke Hose, Justus. Ich glaube, die habe ich irgendwo. Bist du noch nicht durch? Da bist du doch. Guck. Da ist der kleine Fuß. Wo ist meine dicke Schneehose? Hier, 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 wo sind die ganzen Thermoshosen? Eine für mich? Hier, bei deinen komischen Stiefeln hier. Meinen komischen Stiefeln? Komische Stiefel. Ist das eine Thermoshose? Ja. Oh, also wir sind immer gut ausgerüstet für Thermo. Was ist denn? Anastasia! Das kannst du doch schon alleine. Okay. Aber im Kindergarten weiß ich, dass du es alleine machst. Wo ist der kleine Arm? Achso, wir müssen erstmal Handschuhe anziehen. Justus, schmeiß mir mal die Handschuhe bitte kurz rüber. Sonst ist das schwierig, dass. Warte, wir ziehen erst Handschuhe an, Anastasia. Komm, wir gehen mal kurz auf Toilette. Ach hier. Ach, Handschuhe. Anastasia, komm. Papi. Machen. Ja. Okay. Warte, erstmal den hier. Schleifi, Schlaufi. Kleine Schlaufe. Und dann. Wo ist der kleine Daumen? Du dir. Da, wo er hingehört. Gut. Du machst das. Daumen richtig? Ja. Eiskönigin läuft oben noch. Ja, gleich zu Ende. Oh. Da kriegst du eine. So, und jetzt kannst du einmal reinschlucken. Ich mache das so einfach. Ups. Hab ich auf meine Mütze. Nee, die hält nicht schön warm, mein Schatz. Komm, schau auf. So, Reißverschluss. Mhm. Johann? Sind alle schon draußen jetzt? Ja. Okay. Ich muss immer noch mitkommen. Ja, natürlich, du kommst auch mit. So, jetzt noch Schuhe. Dicke Boots. Langsam. Oh, sind ja schon alle draußen. Meine Güte. Ach, Papi bereitet den Schlitten vor für Anastasia. Okay, ich ziehe mich auch noch schnell an. Ja. Tiere warten hier auch. Mama ist die Letzte, so wie immer. Ich ziehe mir eine. Ist ja nur eine dünne Regenhose, oder nicht? Nee, ich brauche auch eine dicke Hose. Wie gesagt, das dauert immer ein bisschen, bis wir alle hier fertig sind zum Ausflug. Bei Schnee natürlich noch umso mehr, da müssen wir noch mehr einpacken, die Kinder.
Willkommen in Winter Wonderland. Ah! Oh Gott! In Winter Wonderland. Und die sagen, ein bisschen eleganter. Oh, guck mal, ja, es ist nochmal ganz hier runtergekommen. Eigentlich hatten wir die Schneemänner gebaut und an den Stellen war natürlich dann alles weg. Warum hat Papi denn Schnee auf dem Kopf? Wurdest du beschmissen? Das sieht so ein bisschen aus, als würdest du beschmissen. Ich hab mich selbst beschmissen. Aber mach das mal da weg, das wird doch dann kalt hier. Ich wollte einen kühlen Kopf bewahren. Aber... Ein bisschen mein Nacken, danke schön. Aber das ist doch schon da oben drin. Anastasia, du hast es aber gemütlich. Sogar mit einer Wärmeflasche, weil mein süßes Baby so eine Frostbeule ist. Clara ist schon eingeschlafen. Was machst du da? Ein Schneeengel. Fertig. Mal gucken. Ob das gut aussieht. Ja. Oh. Richtig gut. Schön aus. Schneemänner nochmal zeigen. Mami, Papi, Johann, Clara, Elisa. Huch, wer ist das denn? Ein Schneehund. Hast du noch mal kleine Köpfe, Johann? Ja. Ich komme, mein Schatz. Du ziehst? Haben die anderen Kinder ihre Rodel dabei? Das geht ganz leicht, bei so viel Schnee. Papi macht? Alles weiß. So viel Schnee, oh Mann. Das heißt, er schaukelt jetzt hier zu den Großen, weil die holen ihn gerade den Berg runter. Das sind aber noch ganz viele andere Kinder. Warum hast du keine Jacke an, Elisa? Warum ist dein Kopf so rot, Elisa? Mami! Ja, warte kurz. Okay, so rum kann man auch runterrutschen. Oh ja, jemand. Der ist aber schneller. Okay. Ja! 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 Ich hab gelenkt, aber ich wurde langsamer. Ja, das stimmt. Aber du darfst halt nicht so doll. Es reicht so ein bisschen nur den Fuß rein. Zeig mal, wie Papi Anastasia einmummelt. Wärmeflasche? Mhm. Decke 1. Wo sind die Händchen auf der Wärmeflasche? Ja, klar. Ah, okay. Decke 1, Decke 2. So, wer braucht da noch Handschuhe? So, dick eingepackt. Wieder zurück. Justus und Johann sind noch draußen. Sie müssen noch den Weg einmal kehren. Und wir brauchen jetzt eine heiße Schokolade. Stimmt's, Anastasia? Sie meinte gerade eben, ich will heißen Kakao trinken. Ach so. Ja, oh mein, hier sieht es noch aus, ne? Also wir haben heute noch ganz viel geplant. Gleich werden wir nämlich noch Plätzchen backen. Wir haben eben schon was zusammen gemacht. So einen leckeren Schokokranz. Den Schokokranz. Den Schokokranz, genau. Ist aber nichts mehr übrig. War sehr, sehr lecker. Aber da haben wir auch ein Reel zu gemacht. Also kannst du dir angucken. War super einfach. Willst du auch eine heiße Schokolade? Ja. Okay, machen wir. Wir auch eine heiße Schokolade. Hier, wir brauchen einen Topf. Wir auch eine Schokolade. Ja, ich mach dir auch eine Schokolade mit. Na klar. Vorsicht. Puderzucker. Mal hoch. Ja, Butterzucker. Oh, ganz viel Milch haben wir. Gott sei Dank.
Ganz schön viel. Und ich gucke. Aber dann den Fernseher. Ich mag deine Winterstadt, Mami. Die sieht so schön aus. Ein Winterdorf? Ja. Clara? Ja. Möchtest du auch eine heiße Schokolade? Ja. Das ist ganz köstlich. Guck mal, wir haben noch ein Nussknackerförmchen. Förmchen, ja, können wir gleich mal machen, ne? Du wolltest doch schon mal die Nussknackerförmchen haben. Ja, aber ich wollte den anders haben. Aber so ist auch okay. So ein Tannenbaum in Holz. Das ist halt nicht voll schön. Was denn? Nicht da dran hängen, sie turnt da gerade an ihrem Hochstuhl. Nee, wie heißt das? Lernturm heißt das dann. Oh! Okay. Nein, 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 nein. So fest ist er nicht drin, Anastasia. Nicht, dass du dann noch runterfällst. Mein Schatz. Meine Gummiwurzel, glaube ich. Ja, das ist für Fondant. Das brauchen wir. Wir müssen gleich mal alle Förmchen rausholen. Genau. Teig muss ich erst noch vorbereiten. Das muss aber jetzt nochmal in den Kühlschrank rein. Und jetzt kriegst du erstmal heiße Schokolade. Danke. Achso. Ich brauche auch noch. Für Mama auch. Ja, ich habe nur auch. Es gibt keine große mehr, Mami. Keine große Tasse. Doch, da in dem Schrank. An der Seite. Vorsicht, heiß. Ja. Vielleicht müssen wir gleich nochmal kalte Milch reinmachen. Dankeschön. Oh, jetzt habe ich dir so voll gemacht. Ich brauche auch eine kalte Milch haben. Ist ja, nicht schlimm. Gib Mami mal den Becher. Doch nicht, Mami. Ich mache schon mal Kugel rein. Aber das ist mein. Hol mal noch kalte Milch, Clara. Kakao. Okay. Weil das ist, glaube ich, schon zu heiß, die Milch jetzt für euch. Das ist Puder. Und das ist Kakao. Ich mache alles hoch. Ärmel hoch. Ja, und dann. Und hier muss ich auf jeden Fall noch kalte Milch rein. Ja, hat sie schon Kakao drin. Ja, sie kann sich selbst gleich noch mal was rein. Nee, das ist kalte Milch. Hier ist deins. Es ist alles gut, mein Schatz. Guck hier. Da. Kakao kriegst du gleich auch noch. Die Männer. Das Männer sind noch im Acker draußen. Also Johann macht jetzt übrigens immer komplett den Weg. Einfahrt und alles. Macht er jetzt immer alles sauber. So toll, einen großen Sohn zu haben. Reicht das? Ja, reicht schon, ne? Muss nicht so viel. Clara hatte eben schon. Der ist zu heiß, ne? Achso, hier ist noch der Sternkranz. Also das, was noch davon übrig ist, war ich komplett rumherum. Guck mal, die ist auch heiß. Ist heiß? Also, ja. Gib mal Mami. Warte kurz, nimm dir es gerade. So. Jetzt habe ich noch mehr Kakao. Okay. Leckert. Was kommt jetzt noch rein bei euch? Ja? So ist gut. Nicht mehr zu heiß, ne? Anastasia? Ich liebe diese Tassen, diese Weihnachtstassen, die wir hier haben. Guck mal, erstmal schneller. Ja, was habt ihr noch vor? Ich mach eine Schicht. Nee, erst Sahne, oder? Nee, Marshmallows, Sahne, Marshmallows. Oh, dann hat man dann keine Marshmallows mehr. Wie viele Marshmallows macht ihr denn da rein? Aber ich will keine Marshmallows. Keine Sahne mehr. Nee, brauchen wir nicht, ne? Mami braucht das auch nicht. Ich glaube, ich habe zu viel gekauft. Okay. Erst schütteln? Hast du schon geschüttelt? Oh. Ach so. Der nächste Klang ist schon Ah. So viel? Ja. Sieht doch schön aus. Bei mir wird es ein bisschen groß aussehen, glaube ich. Noch größer sogar? Gleich fällt's rum. So. Bisschen. Lisa, das ist ja aber echt klein. Oh. Elisa, so, ich mache es größer. Dürfen wir? Ja, klar. Endlich. Kann ich ein bisschen mit dem Löffel essen? Du kannst es gerne essen, ja, mein Schatz. Sind lecker, ne? Mhm. Ich habe die ja letztes Jahr als Tannenbaum gemacht. Also das ist ja einfach nur, wie heißt das nochmal? Tannenbaum. Diese Blätter da. Blätterteig. Ja, genau. Blätterteig. Also zwei Schichten Blätterteig, in der Mitte Nutella und dann kannst du daraus zum Beispiel einen Tannenbaum machen oder ja, zum Beispiel so einen Sternenkranz, den ich jetzt gemacht habe oder alles Mögliche. Kannst du auch anders. Ja, genau. Wir genau. Wir beide haben das zusammen gemacht. Ne, Anastasia? Ja.
Hey, Clara, du hast alle aufgegessen jetzt. Keine übrig gelassen. Die sind so lecker. Das freut mich. Das ging super einfach schnell. Kann man mir nochmal machen, ja? Ich habe sogar noch Blätterteig da. Aber wie gesagt, heute wird erstmal noch Plätzchen gebacken. Stimmt's, ja, Elisa? Auch Plätzchen. Mal gucken, was wir machen. Linzerplätzchen. Zimtsterne wollte ich machen. Makronen wollte ich machen. Diese Doppeldecker. Doppeldecker, genau. Das sind mit ja die Linzer. Mit Marmelade drin. Und wie heißen die denn nochmal? Diese Vanillekipferl. Oder die auch wieder. Also, ne? Plätzchenbackzeit. Genau. Aber das zeige ich dir ein anderes Mal. Für heute verabschiede ich mich schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.